Und willkommen zurück, kleine Lobbys. Bei mir Lobius LP, bei Wism mit der Anne zusammen. Hallo. Und ja, heute machen wir zwei Building-Folgen. Genau. Building-Folgen heißt, wir dürfen keinen Hexereikram machen, aber dafür dürfen wir auch nicht zu Duellen herausgefordert werden. Genau. Nö? Ne? Ja, so. Und ich habe auch einen Shader an, der ein bisschen viel frisst, wie es aussieht. Das ist ein bisschen blöd gerade. Naja. Ich bin immer wieder ohne Shader. Das und es so regnet. Dunkel. Ja, ja, ich muss echt, ich hoffe, dass bald Tag wird. Denn ich habe noch keine Kohle und ich muss dann ja hier in meinem Gebiet runter und Kohle suchen. Und ich weiß nicht genau, wie einfach das hier sein wird. Ich bin fast tot und vor mir, vor meiner Tür lauert ein Zombie. Aber immerhin hast du schon eine Tür. Ja, das stimmt. Richtig scheiße gerade. Hast du denn schon Fackeln oder irgendwas? Nee, habe ich auch noch nicht. Also ich müsste auch mal was suchen. Ich habe mir in der letzten Folge noch ein paar Zäune gecraftet, damit ich hier die Grenze schließen kann. Das ja. Werde ich jetzt auch mal versuchen zu tun. Denn immerhin ist Zaun ja auch ein gewisser Schutz vor manchen Monstern. Warte mal, warte mal. Können die durch die Türen durchbrechen? Die brechen durch die Türen durch, die Zombies. Anne? Ich weiß nicht, ob die... Ich glaube nicht, dass sie das im Endeffekt wirklich können. Das habe ich... Echt jetzt? Okay. Wein gab, würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau, ob die das können. Ich habe gerade richtig Schwein gehabt, würde ich sagen. Ups. Oh Mann. So. Natürlich ein bisschen blöd. Ja, aber ich glaube, es wird schon bald wieder hell. Geh doch weg! Du Scheiß. Zombie. Geh doch Mensch. Weg, du Scheiß. Ja. Du Scheiß. Also der Grubenlobby ist und ich, wir werden versuchen jetzt ein bisschen unseren Start halt hier mal zu managen. Genau, ein bisschen ausbauen. Na, ja. Alles und dann. Vielleicht eine erste Unterkunft bauen. Ich habe ja meine Grube. Genau. Schauen wir mal kurz hier den Block. Das Komm, Blöde ist, Block. Dass ich gerade die Kiste draußen hingepackt habe. Wieso bin ich eigentlich so blöde? Das weiß ich nicht. Die auch reinpacken sollen. Kannst du dich ja mal ein bisschen runtergraben und gucken, ob du Kohle findest. Obwohl, dann siehst du gar nichts mehr, wenn du dich runtergräbst. Ich hab ja oder? Nichts. Das ist ja das Problem. Ach so, oh, das ist natürlich doof. Hast du kein Leben also, mehr? Ich habe nur 3,5 Herzen. Warte mal, ich komm mal zu dir und geb dir Futter. Wo hast du nochmal dein Grundstück gehabt? Am Anfang irgendwo? Vorne? Genau, gleich am Anfang rechts. Okay, warte, ich komm mal gleich zu dir. Und da sind Zombies oder was ist da? Ja, ein Zombie. Der ist aber, glaube ich, jetzt tot. Wieso tot? Warte, das war's. Oh, ich glaube, es wird hell. Geknüppelt habe. Ach so, gut. Ich glaube, es wird jetzt hell, Lobius. Hoffnung naht. Ja! So, ich habe jetzt hier mal mein Grundstück halbwegs eingezäunt. Lol, das ist irgend so ein Ender-Ding. Was bist du, ein Rebel Farmländer? Ich hoffe, der ist nicht böse zu mir. Nee, der sollte nicht böse sein. Ich komme mal zu dir. Okay. Die Magier müssen sich ja untereinander helfen. Genau. Ihr habt noch gar nichts geschrieben zu dem Texture Pack. Benutzt du auch ein Texture Pack, Lobius? Ja, Papercut. Papercut, okay. Und bist du damit zufrieden? Ja, es geht. Also ich bin jetzt hier. Bist du links oder rechts vom Weg? Rechts. Also rechts, wenn du jetzt das erste Grundstück rechts oder wie? Ich glaube ja. Oder das zweite. Lobius, da habe ich's doch. Genau. Hier steht eine Kiste. Soll ich dir irgendwas mitbringen? Essen. Ach, warte mal. Oh. Da. Super, danke. Guck mal. Erstmal wieder regenerieren. Grubenkind, glaube ich. Kann ich auch rauskommen und. Ansonsten hast du alles? Hier, du kannst das Essen ruhig wieder haben. So, du hast noch da drin, genau. Oder? Ich hab noch genug. Okay. Nehme die Kiste mit rein. Ja, genau, nimm die Kiste mal mit. Brauchst du sonst noch was, oder? Au! Was denn? Ich bin vergiftet, oh, da kommt ein wilder Farmländer. Der hat aber auch nur ein Holzschwert, aber der vergiftet. Schlag ihn, ich versuche ihn anzuschlagen. Der macht lustige Geräusche. War das ein Kopf, den er gedroppt hat? Ja.
Rebel, nee, oder? Helm war das. Cool, warte, den setze ich mir auf. Ja, hast du ja schon mal einen Helm. Haha! Wikinger. Ich bin ein echter Wikinger. Wikinger, ne? Er macht nur eine Rüstung, aber egal. Was soll's gar. Pass mal auf, ich lasse dir mal noch hier das Schwert hier. Oh, super. Es war nur ein Holzschwert, aber besser als nix. Super, danke schön. Und dann wollte ich mal wieder ein bisschen verteidigen. Meines Amtes hier. Ist dadurch und da und dann da ist meins, genau. Was mich wundert, der gute Basti hat mich nicht gefunden. Also mein Grundstück hat er nicht gefunden. Ja? Ja. Das ist auch nicht, da hat er aber auch nicht so ausführlich gesucht, würde ich mal sagen. Mach mal hier noch so. Kann man aber gut sehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich pack mir wieder das Essen in die Kiste. Muss ganz schnell wieder raus. Also ich, soll ich das noch ins Höher machen? Nee, so reicht eigentlich. So. Hast du die Zeit im Blick? Ja, ich habe die Zeit im Blick. Okay, gut. Ich 15 bis 20 Minuten gehen ja unsere Folgen. Die erste war ein bisschen länger, weil das war der Anfang. Genau. Aber normalerweise dauern unsere Folgen 15 bis 20 Minuten. Die Duellfolgen sind natürlich unbegrenzt lang. Da kann man ja nie wissen, wie lange das dauert. So, jetzt sollte ich mal hier so langsam was zustande bringen. Ich bin auch gerade dabei, ein bisschen Holz. Ich glaube, ich werde zusammen. Das... Ich habe keinen Dirt mehr. Das werde ich gleich noch genug haben, wenn ich mich runterbuddel. Oh ja, das sollten wir, glaube ich, tun. Holz habe ich gar nicht so viel. Ich glaube, ich nehme mal das helle Holz. Zum Bauen. Das helle sieht meiner Meinung nach immer am schönsten aus. Das sieht sogar in diesem Texture Pack sehr cool aus. Mal gucken, was wir da so zustande bringen. Ich habe hier ja schon beides stehen. Das heißt, ich baue einfach mal drum rum. Super. Ein Bettchen sollte ich mir natürlich auch bald mal bauen. Ja, das wäre eigentlich am besten, wenn wir es gleich sofort machen. Ja, ich brauche nur Schafe dafür. Ja, ich auch. Wollen wir zusammen welche suchen? Kann man machen, ja. Ich denke mal, Schafe darf man auch auf dem Niemandsland, also auf den Gebieten halt töten. Wenn es jetzt nicht auf dem Gebiet von jemand anders ist, aber Schafe spawnen ja auch neu immer, also. Komm mal zu dir. Dass ich gleich tot bin, wenn ich gerade auf dem Weg zu dir bin. Dann buddel ich mal hier den Dirt weg kurz. Weil ich habe ja letztes Mal habe ich in der Ferne habe ich so einen Regenbogenbaum gesehen. Ah. Weiß jetzt halt nicht, ob ich den abbauen soll oder darf. Hallo. Dann sind zumindest Schweine. Ich glaube, ich gehe mal gucken. Da hinten ist auch ein Schaf. Yippie! Guck mal, vielleicht ein bisschen noch. Schafzustand. Oh, ich habe natürlich jetzt vergessen. Hier ist auch ein Haus, aber das... Da ist eine Hexe drin im Haus. Okay. Da hinten ist ein Schaf, super. Lass nochmal in Ruhe. Nehme ich am besten mal das Schaf mit. Also wenn ich jetzt ein Tier töte, macht das mir nichts, oder? Oh nein, das Schaf greift mich an! Was? Nein. Ich hab gesagt, okay, oh nein. Ich habe schon drei Schafe getötet. Aber haben die alle Wolle gedroppt? Also sollten eigentlich ja, immer. Ja, haben alle Wolle gedroppt. Da vorne sind noch zwei. Was? Wie viele hast du denn? Wo? Ich hab eins. Oh, hier sind so komische. Kristalle. Bist du da bei diesem Hexenhaus? Aber die darf ich nicht nehmen. Das ist auch in dem Gebiet. Wenn man hier was findet, in diese Richtung, rechts und links, dann dürfen wir das auf keinen Fall nehmen. Weil das ja noch zu den Gebieten dazugehört, die noch ausgebaut werden. Es wäre ja blöd, wenn du dann ein Gebiet ausbaust und freust dich voll und dann ist alles schon geplündert, was es da gibt. Das ist ja Blödsinn. Das darf ich auch nicht. Ich mache hier gar nichts, ich nehme nur Wolle mit. Von den Schafen. Okay. Und die spawnen ja neu. Da ist noch eins. Dann laufe ich mal da hinten raus am besten. Oh, ich habe gleich 6 Wolle, dann können wir uns 2 Betten bauen. Laufe ich nochmal in die Richtung raus. Vielleicht ist da nochmal was. Nein. So. Hier sind Beeren. Ich
habe Wolle für uns. Ich baue uns jetzt mal eben Backen gut. Und dann komme ich wieder zurück. Ja, Schafe sind hier wirklich jede Menge. Ich habe keinen gesehen, außer eins. Das war irgendwo da. In die falsche Richtung gelaufen. Cool, den Fluss. Wir werden auf jeden Fall, wenn ich das Gebiet dann nach hinten weiter ausbaue, falls ich jemals ein Duell gewinnen sollte, werde ich natürlich auch. Diese Kristallquelle gibt halt echt Strength. Oh, da wird man aber weggeportet. Ist ja witzig. So, und dann nehme ich mir jetzt das hier mit. Mal das Holz. Ganz schnell, ganz schnell. So. Ich hasse es, wenn es regnet. Blackberry Seeds. Ich glaube, ich werde mir noch ein kleines Feld anlegen demnächst. Aber erstmal brauche ich noch Eisen. So. Dann nehme ich mal den das da. Ah, da ist noch ein Setzling, okay. So, 8 Setzlinge habe ich, 8 Stück. Ging das so? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. So. Sehr gut. Okay, ich habe ein Bett für dich, wenn du kommst. Gebe ich dir das. Okay, warte, dann komme ich mal gleich vorbei. Ich erstmal alles wieder weg. Meine schöne Kiste. Und ich komme! Das Grubenkind kommt. Juhu. So, ich buddel einfach so ein tiefes Loch. Komm über die Bäume. Ich sehe das schon. Super, danke schön. Schon mal ein wichtiger dann Schritt. Am besten noch, bis es dunkel wird. Weil? Aber das passt zeitlich. Ach, fürs Schlafen meinst du? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schlafen können hier. Sollte eigentlich gehen, ne? Aber mal gucken. Also wenn es dunkel ist, klar. So, das Blatt muss leider weg. Sorry, Blatt. Du hier musst wohnen. Weichen. Habe ich erstmal mein Grubenbettchen gebaut. Oder hingestellt. Und ist es gemütlich in deiner Grube? Oh ja, schön warm. Eine warme Grube. Oh ja. So, 24. Oh, das wird schon wieder extrem knapp. Ich glaube, das reicht gar nicht mit dem... Ach doch, ich habe noch. Okay. So, ich baue mich jetzt am besten mal nach unten. Bisschen tiefer. Gut. Ich habe auch gar keinen Sand auf meinem Grundstück, aber im Niemandsland darf man ja auch Sand holen. Oh, Eisen. Eisen. Habe ich ein Schwein. So. Zack. Super. Da ist Stein. Zurzeit habe ich richtig Probleme mit meiner Facecam. Wieso? Weil die irgendwie bei Premiere Pro rumspackt. Ich weiß auch nicht warum. Sie hat gekündigt. Sie hat gesagt, nee, Lobius, das geht nicht mehr. Echt, jetzt wo du in der Grube lebst, geht das nicht mehr. Ja. Jeden Tag das gleiche Gesicht. Kann das nicht mehr ertragen. Und dann hat sie gekündigt. Blob. So. Dann haben wir das hier. So. Oh, ja. Boni. Ich muss da noch mal irgendwie hochkommen. Moment. Ich glaube, es wird langsam Beste, dunkel. Okay. Das ist super. Wie sieht's von der Zeit aus? Wir haben noch 6 Minuten. Oder 5 Minuten zumindest. Ich mach hier einfach mal was Pinkes hin, dann erkennt man sofort, dass ich das bin. Ich mach jetzt einfach erstmal der Einfachheit halber, mache ich ein Flachdach hier hin. Nein. Bei mir auch noch verbaut. Okay, super, es wird dunkel. Ich weiß gar nicht, perfekt. Ob wir in dem Bett sicher schlafen können, wenn es dunkel ist. Weiß ich gar nicht. Also, dass es wieder Tag wird, meinst du? Okay, lass uns versuchen, gleich zu schlafen. Okay. Hast du ein Bett da?
Mein Bett steht, ja. Ich lieg jetzt auch im Bett. Jetzt liege ich. Oh ja. Juhu, Tag. Es hat geklappt. Yippie. Ich hab noch nicht mal eine Tür, aber es hat geklappt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal zum Strand, damit ich mir ein bisschen Glas holen kann. Und dann geht's ab in die Grube. Und nicht in die Lobius-Grube, sondern in die... Oh Mann. Oh Mann, oh. Wo sind denn hier die Sticks? Habe ich die alle verbaut jetzt? Das war natürlich auch dumm von mir. Also am besten holen wir uns... In welche Richtung geht's ins Niemandsland? Nach hinten raus. Also wenn ich jetzt Richtung Nightshade laufe. Genau, hinter Nightshade. Weil ich bräuchte ein paar Zuckerrohre. Kann ich mir vielleicht gleich eine Scroll basteln. Eine Zauberrolle. Wäre doch schon mal ein Anfang. Das wäre schon mal ein Anfang, das ist richtig. Als Magier. Und vielleicht ist da sogar irgendwo Kohle an der Oberfläche. Ich komm mal mit. Ja. Okay. So. Hui. Hinter Nightshade müssen wir noch eins freilassen. Okay, also 16 oder 32? Eins, also. Hier wohnt. 16. AGP. AGP. Nennst du ihn jetzt auch AGP? Mr. AGP. Mr. AGP. Aber das merkt er nicht. So, wer baut hier eigentlich? Grants Magie steht da. Ah. Hat heute auch, glaub ich, jetzt hört hier das, wie hört das hier auf? Okay. Da vorne ist auf jeden Fall schon mal Sand. Dann ich mach mal hier eben die Striche an, damit wir das sehen. Hier hört das letzte Grundstück auf. Mhm. Das heißt, ab. Das darfst du zum Beispiel noch nicht abbauen, wenn ich das richtig sehe. Nee. Hier vorne? Aber. Genau, da kannst du es abbauen. Und ich kann mir hier Sand holen ein bisschen. Die beiden hier kann ich? Oder die drei? Ja, die kannst du. Okay. Kannst du dir holen. Super. Schnappen. Ich hole mir da ein bisschen Sand. Wenn nicht, bin ich mal so sozial und packe hier nochmal wieder welche hin. Ja, es wächst ja nach. Deswegen. Dann war ich wenigstens so fair und habe ja was neu hingepflanzt. So. Mal gucken, vielleicht gibt es hier auch so eine schönen Bäume, so Regenbogenbäume. Da gibt es zumindest Beeren. Boah, da hinten ist so ein großer Baum. So ein Mammutbaum ist da hinten. Genau. Ich glaube, den werde ich fällen. Nein. Aber hier sind... Alter Verwalter, ist der groß. Ich sollte auf jeden Fall noch ein paar Bäume so fällen hier. Hier ist so ein roter Baum, der sieht ziemlich cool aus. Mal gucken, was das ist. Ich will jetzt auch gar nicht zu weit weglaufen in der Folge, die ist ja fast vorbei. Aber hier gibt es Kürbisse. Denn hier ein roter Baum. Red Leaves, Die Trees. Weißt du, was ich Baum, das klingt nützlich. Den baue ich mal ab. Vielleicht kriege ich ein paar coole Saplings. Oh, 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 oh. Da ist eine Kuh. Oh, oh, da ist eine Schlucht. Was denn da unten? Was sind denn das für Kristalle? Sieht interessant aus. Toll, meine Axt ist kaputt gegangen. Feuerresistenz. Hä? Ich hab grad so eine Shards. Kennst du die von diesen? Ja, so, du, war da auch so eine Quelle mit irgendwie so Dings drin? Ich weiß nicht, ob das genau eine Quelle ist. Das ist so eine kleine. Ja, so eine kleine Höhle. Wo ist denn der Baum? Die offen ist. Kommen jetzt am besten mal zurück. Aber ich nehme nochmal. Oh. Dass ich da nicht reingesprungen bin. Ja, wir müssen jetzt auch die Folge abmoderieren. Okay. Aber es geht ja dann in der nächsten Folge weiter. Mit Grumkind Lobius. Genau. Mit Grumkind Lobius und Anne. So, ich will noch kurz hier das Holz abbauen. So. Dann hat sich das nämlich auch mit diesem Baum. Genau. So. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Alle Leute, die mitmachen aus dem anderen Team, aus unserem Team, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Natürlich. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das dann einfach da nachgucken.
Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Also lauter, haut rein. Tschüss.